Chapter 13, The Longest Journey. Ich bin zurück. Naja, mein Verstand ist zurück. Ich weiß, was ich tun muss, aber immer noch in der beschissenen Kapsel. Ich muss hier rauskommen. Na schön. Ich glaube, Helena weiß nicht, dass ich wach bin. Dabei sollte es besser bleiben, sonst betäubt sie mich wieder. Ich komme aus dieser Kapsel. Mit dieser Tafel wird die Kapsel bedient und... Ah, da ist sie. Nur eine dünne Plastikplatte weit weg. Scheiße. Aber eine dünne Platte aus sehr, sehr festem Plastik. Jungs, machen. Mit dieser Tafel wird die Kapsel bedient und... Ah, da ist sie. Nur eine dünne Plastikplatte weit weg. Scheiße. Aber eine dünne Platte aus sehr, sehr festem Plastik. Herzallerliebste Mami. Ich kann nicht glauben, dass dieses Miststück meine biologische Mutter ist. Okay. Nein, ansprechen sollte ich sie nicht. Dad, geht es ihm gut? Er scheint unverletzt zu sein. Oh, Gott sei Dank. Du musst doch irgendwas machen können. Nein. Wenn Helena mich hört, betäubt sie mich wieder. Und dann, das wäre das Ende von allem. Mit dieser Tafel wird die Kapsel bedient und... Ah, da ist sie. Nur eine dünne Plastikplatte weit weg. Scheiße. Aber eine dünne Platte aus sehr, sehr festem Plastik. Hä? Sorry, ich kann dich gerade irgendwie nicht befreien. Na, warte mal. Träume. Verschränkte Träume, die in mehreren Welten existieren. Reini, es ist kaum zu fassen. Träume. Verschränkte Träume, die in mehreren Welten existieren. Reine Energie, die das Universum verändern kann. Okay, Vortex? Kann ich selbst noch was angucken? Was ist? Scheint, als würde die Realität schwanken, auseinanderbrechen. Die Mauern zwischen Traum und Realität beginnen bei diesem Vortex dünn zu werden. Das ist ein Genners Werk. Und meines. Moment mal, heißt das, ich kann... Ja, ich bin an der Grenze zwischen Erwachen und Träumen. Die Zeit der Geschichten ist hier, nur einen Gedanken weit entfernt. Was bedeutet, dass ich Träume formen kann? Ich kann die Realität verändern. So, dann kannst du auch die Tafel zerstrümmern. Gesperrt, mit einem Code, natürlich. Komm schon, Helena. Muss irgendwo da drin sein, der Code. Du musst an ihn gedacht haben, als... Da, hab ihn. 7914. 7914. Okay, versuchen wir es. 7914. Uh-oh. Was? Da stimmt was nicht. Du solltest nicht in der Lage sein... Moment, Zoe. Warte mal, lass uns einfach darüber reden. Wenn du dich nicht wieder mit Ayn Genner verbindest, werden die Wellenfelder kollabieren, bevor sie ihre vorgesehene Amplitude erreicht haben. Verstehst du nicht? Diese Realität ist perfekt mit der Proto-Realität verschlungen. Stopp! Deine Kräfte manifestieren sich in der wahrnehmbaren Realität, unabhängig von dem durch Ayn Genner erzeugten Quantenfeld. Das ist interessant. Es bedeutet, dass die Welt sich verändert. Du hast die Kontrolle. Es funktioniert, Zoe. Es funktioniert. Es beginnt... Genug, Helena. Ach, nimm das Ding runter, Gabriel. Wir wissen beide, dass du es nicht benutzen wirst.
Unsere Vereinbarung ist nichtig. Der Warty-Sicherheitsdienst steht direkt vor dieser Tür und du hast ein irrsinniges Projekt in Gang gesetzt. Was sollte mich jetzt davon abhalten, dich zu töten? Sie! Du wirst die Mutter deines kleinen Mädchens nicht töten, nicht vor! Was ist das? Was geschieht hier? Ich weiß nicht. Das ist nie in einem meiner Modelle passiert. Das ist Arcadia. Die Wunde schließt sich. Das ist nur vorübergehend. Ihr müsst sie von einem richtigen Sanitäter versorgen lassen, bevor die Nacht vorbei ist. Sonst werdet ihr verbluten. Ist das Magie? Wen kümmert's? Es rettet euch das Leben. Schiebt den Tod auf. Otana, sie war das. Wer seid ihr? Lange Geschichte. Wie geht es euch? Besser. Gut, ich... Wunderbar. Uns läuft ein wenig die Zeit davon, daher müsst ihr mich entschuldigen. Sehr beeindruckend. Welche Schule der Zauberei ist das? Keine Magie. Und seid still. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Hallo. Hallo. Schicke Klamotten. Danke. Du hast ein Tor zwischen Stark und Arcadia geöffnet. Es ist ein Portal. Du bist eine Reisende. Nicht so richtig. Ich laufe gewöhnlich auf Pfaden, die schon offen sind. Um ehrlich zu sein, ich bin hierin nicht sonderlich gut. Ich darf mich nicht groß bewegen, wenn dieses Portal offen bleiben soll. Daher müssen wir aufs Händeschütteln verzichten und gleich zum Hauptereignis übergehen. Kian, Zoe. Zoe, Kian. Wir sind alle hier, weil ihr miteinander sprechen solltet. Also sprecht. Und, fasst euch kurz, ja? Wir sind uns schon begegnet in... Sind wir. Wir verpassen einander ständig und... Tun wir. Du bist nicht... Ich bin nur... Was? Du zuerst, Zoe. Ich weiß, wer der Prophet ist. Und ich weiß, wie man das Zerträumende aufhalten kann. Oder wenigstens glaube ich das. Vielleicht klappt es nicht, aber es ist alles, was wir haben und... Rupert Klecks. Er ist der Schlüssel. Er trägt eine Scherbe des Seelensteins in sich. Aber um die zu zerstören, brauchen wir die Silberlanze von Gorimon. Und die ist... Zoe, nicht ganz so schnell. Das Zerträumende? Eine zerstörerische Kraft, in der Lage, das Universum zunichte zu machen. Der Prophet nutzt sie, um die Magie auszulöschen und die Welten wieder zu vereinigen. Und diese magische Lanze? Die Silberlanze von Gorimon. Der Prophet hat mit ihr die drei Kien getötet und sie mit Drachenblut aufgeladen. Das braucht er, um die Magie auszulöschen und den Traum zu verändern. Die Lanze ist das Einzige, was die Scherbe im Körper von Klecks zerschmettern kann. Natürlich. Und wo finden wir die Lanze? Der Prophet trägt sie bei sich. Ich glaube nicht, dass er sie aus den Augen lässt. Also finde den Propheten, finde die Lanze. Und vermutlich Klecks. Klecks war hier. Ich habe ihm eine verpasst. Aber er ist entwischt. Wie? Jemand überlebt es, wenn du ihm eine verpasst? Ich habe mich zurückgehalten. Er bezeichnete sich als Techniker. Der Prophet hat Klecks benutzt, genau wie er dein Volk benutzt hat. Aber warum will er die Magischen töten? Vielleicht ist Brian aus seiner eigenen verdrehten Sicht davon überzeugt, dem Universum einen Gefallen zu tun. Könntet ihr die Sache beschleunigen? Ich bin nicht sicher, wie lange ich diesen Durchgang noch offen halten kann. Wir müssen den Propheten aufhalten, Kian. Und wir halten ihn auf, indem wir die Scherbe zerstören, die Rupert Klecks in sich trägt. Bist du sicher, dass damit das Zerträumende aufgehalten wird? Ich glaube schon. Es kommt mir richtig vor. Und was haben wir zu verlieren? Nichts. Alles. Aber wenn wir den Propheten aufhalten können, indem wir diese Lanze nehmen und einen Magier töten, solche Dinge kriege ich hin. Ich komme mit dir. Nein. Nein, das kannst du nicht. Wir sind hier noch nicht fertig. Ich werde euch beide danach wiedersehen. Nein, werdet ihr nicht... Was? Nichts. Ich bin Saga. Ich bin Zoe, aber das weißt du ja. Hör mal, das hier mag leicht aussehen, aber das ist es nicht. Das Gewicht von Welten auf meinen Schultern, der Sog fremder Schwerkräfte, wackelige Knie und so weiter. Du darfst mich also nicht ablenken. Okay. Tut mir leid. Was soll ich... Wir warten. Ich habe das Portal geöffnet, du hast mit Kian gesprochen, deswegen wurde ich hergeschickt. Was als nächstes kommt, hängt nicht von mir ab. Woher weißt du all das? Weil das der Verlauf der Geschichte ist. Sie wurde geschrieben, das können wir nicht ändern. Und jetzt, pst,
Okay, okay. Okay, wir sind wieder bei Kian und er lebt, aber nicht lange. Bei ihm ist es sozusagen ein Wettlauf gegen die Zeit, was sein Leben angeht. Wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal gucken, dass wir hier rauskommen. Ich hoffe, das funktioniert auch irgendwie. Okay, hier ist ein Zahnrad. Nein, das funktioniert. Warte, das macht der. Ah! Das ist ein Fahrstuhl. Wow. Da tut aber jetzt sich etwas. Die Luft schimmert. Und da ist ein tiefes Summen, das meine Knochen vibrieren lässt. Das ist Realitätsrisse, hatte Kian das genannt. Okay. Nein, Kian kann da noch nicht lang. Jetzt aber. Okay, wir wollen uns noch ein bisschen beeilen. Damit wir vielleicht auch noch. Ungünstig. Ah, okay, Kian kann klettern. Stimmt, Kian kann klettern. Das hatten wir ja schon mal, das Thema. Ich weiß nicht, ob wir so einfach durch die Realitätsrisse kommen. Nein, wir kommen nicht durch die Realitätsrisse. Das ist unter Umständen ungünstig. Hier ein Realitätsriss? Nein, hier kommt auch nicht durch. Jo. Kian hängt gerade. Kommt Kian da drauf? Nein. Kian kommt nicht durch die Realitätsrisse. Was ja irgendwie selbsterklärend ist. Uff. Okay, Kian kommt hier nicht durch. Weil hier sich die Realität verändert. Weil sich hier die Realität verändert. Ja, das haben wir festgestellt. Und hier kommst du auch nicht durch, Kian, gell? Ja. Ich habe aber bisher auch noch nichts gefunden, was ich so auslösen könnte. Weil sonst habe ich immer so einen Punkt, wo ich auslösen könnte, aber diesmal irgendwie nicht so ganz. Kian kann auch nicht zurück. Das heißt, ich muss hier irgendwas machen, was mir noch nicht ganz klar ist. Das Einzige, was wir noch hier haben, sind diese Zahnräder. Aber wohl hier. Ah! Okay, ich wollte gerade sagen, aber da kann ich nichts anfassen. Aber nein, ja doch! Nicht ganz, aber schön, dass ihr es geschafft habt. Wer zur Hölle seid ihr? Wird mir jetzt jeder diese Frage stellen? Wem mache ich was vor? Natürlich wird mir jeder diese Frage stellen. Ich bin bloß die Frau, die den Durchgang offen hält, weil ich darum gebeten wurde und weil ich schlecht Nein sagen konnte. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid, werte Dame. Daher nehme ich an, dass ihr nicht so wichtig seid. Aber ihr... Ihr habt eine Aufgabe zu erledigen. Ist das Star? Ist das Stark da auf der anderen Seite? Ist es. Yep. Hallo. Zoe. Anna. Der hier ist Ferdows. Ich habe die Geschichten über eine Spiegelwelt immer geglaubt. Aber das? Das ist unglaublich. Wo ist Kian? Geht es ihm gut? Wir haben den Kontakt zu ihm verloren. Er hat den Propheten verfolgt. Natürlich hat er das. Es tut mir leid, aber Saga, wie werden diese beiden helfen? Ich weiß nicht.
Ich bin nur eine bessere Türsteherin. Warum fragst du? Sieht mich nicht an. Er spielt hier die Hauptrolle. Ferdows, hört auf, das verdammte Portal anzustarren. Oh, ja, hallo. Sagt der da, was ihr vorhabt? Ich wollte dem Apparat eine Reihe von Berechnungen zuführen, die ihn zwingen sollten anzuhalten. Ihr meint, ihn abstürzen zu lassen? Abstürzen? Ja, genau. Woher wusstet ihr das? Kodiert ihr auch Kugeln? Kugeln? Ich schätze, das könnte man sagen. Ihr könnt den Apparat also zum Absturz bringen? Ja, ich meine, nein. Ich hätte es gekonnt. Nicht mehr. Ihr nehmt keine neuen Anweisungen mehr an, seit er mit den abschließenden Berechnungen begonnen hat und... Man gelangt nicht mehr hinein. Nein, das ist ein geschlossenes System. Sobald der abschließende Satz von Anweisungen läuft, gibt es nichts. Ich meine, ich habe den Kernbetriebscode nicht geschrieben. Wenn ich mehr darüber wüsste, wie dieser Code funktioniert, dann vielleicht... Habt ihr Schaltbilder? Diagramme? Diagramme? Des Apparats? Ich habe keine, aber sie bewahren Diagramme hier auf. Ich kann wahrscheinlich welche... Holt sie. Zufälligerweise kenne ich den brillantesten Programmtechniker, den es gibt. In Stark zumindest. Wenn irgendwer bei einer Steampunk-Rechenmaschine den Durchblick bekommen kann, dann Whit. Saga, kann Ferdows durch das Portal kommen? Keine Ahnung. Du hast es hindurch geschafft, ohne in Milliarden von Stücken zerrissen zu werden. Also stehen die Chancen nicht schlecht. Hab sie! Was war das mit den Milliarden von Stücken? Auf geht's! Hä? Eine Freundin von Kian? Nicht so richtig, nein. Und das ist eine Art magisches Portal zwischen den Welten? So was Ähnliches. Vaven? K.O.N. Tekalogica? Der fortschrittlichste Apparat, den es gibt, ja. Moment mal. Ihr sprecht nicht meine Sprache. Ich schätze, ihr habt von Anfang an nicht auf Deutsch geredet. Aber ich verstehe euch trotzdem. Versteht ihr mich? Koe? Das war wohl zu viel erwartet. Naja, wir werden das so einfach und so visuell machen müssen wie möglich. Mira, hol Whit drauf. Nein. Klappe, keine Diskussion. Mach es sofort. Bitte. Whit? Zoe, ich brauche deine Hilfe und das schnell. Moment, ich schicke dir ein paar Schaltbilder. Du musst für mich einen Weg finden, dass dieses System in einer Endlosschleife hängen bleibt. Und Ferdows, seh zu. Hey, aufgepasst! Oh. Alles woanders. Alles ist bereit? Alles ist bereit, Gebieter. Der Apparat läuft innerhalb der Rahmenbedingungen. Der Quell der Träume wurde aktiviert, der Turm bündelt den Strom und der Riss dehnt sich aus. Ihr braucht den Quell nur mit eurem Zepter anzuzapfen und schon könnt ihr das Träumende nach eurem Willen formen. Gut. Du bekommst deine Belohnung, Klax. Versprochen. Gebieter. Sie werden es verstehen, wenn Sie die neue Welt erleben. Sie werden verstehen, dass ich gnädig und gütig war. Dass ich im Interesse der ganzen Menschheit gehandelt habe. Manchmal müssen Leute sterben, damit der Rest von uns weiterleben kann. Und ich kann wieder nach Hause. Nach all diesen Jahren. Nach Hause. Es fühlt sich an, als breche die Realität auseinander.
Seid ihr noch nicht tot? Zeit. Egal, ihr kommt zu spät. Wir haben bereits gewonnen. Und ihr werdet schon noch richtig sterben. Wow. Scheiße. Okay, wir müssen dem ausweichen. Hab ich mal gesagt, dass das nicht mein Lieblingsspiel ist? Kian! Was habe ich euch gesagt? Tod! Ach, hirnloser Barbar! Ich muss mich nur vergewissern? Der Neandertaler muss tot sein. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Allerdings sollte ich seine Leiche sehen können. Ich muss absolut sicher gehen. Wo zur Verdammnis ist sie? Sie muss hier irgendwo sein. So haben sie mich genannt. Ach, ich kann ihn nicht sehen. Hä? Bei dem Sturz muss er umgekommen sein. Sonderbar. Wie viele Leben habt ihr, Mann? Hä? Wo ist seine Leiche gelandet? Der Neandertaler muss tot sein. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Allerdings sollte ich seine Leiche sehen können. Ich muss absolut sicher gehen. Das. Du weißt nicht, was du tust. Es wird dich verzehren. Es wird dich vernichten. Es kanalisiert die Träume einer ganzen Welt. Ich bin auf deiner Seite, du Idiot. Ich versuche, die Magie auszumerzen. Was bist du? Nicht! Heftig. Okay, furchtbar heftig.